Nachdem ich jetzt schon des Öfteren ziemlich viele Sachen über die Produkte von Kanto gehört habe in Bezug auf ja, lockige Haare, wellige Haare oder auch die Curly Girl Methode, habe ich mich jetzt dazu entschieden, mir einmal ein Starterpaket davon zu kaufen, das so kleine Pröbchen enthält, um einmal die Reihe auszuprobieren. Und dabei nehme ich euch heute mit, zeige euch einmal, was in diesem Starterkit drin ist. Und wenn es euch interessiert, ich packe es unten in die Beschreibung, könnt ihr es euch gerne nachkaufen und auch ausprobieren. Beziehungsweise die großen Komplettprodukte packe ich euch natürlich auch unten rein, wenn ihr jetzt davon überzeugt seid, wie es am Ende bei mir funktioniert. Und dann würde ich euch viel Spaß bei diesem Video wünschen. Ich habe also vor kurzem dieses Starterpaket erworben. Ich habe es mir komplett selber gekauft, aus ja einfach mal Interesse, da eine einzelne Packung, also ein einzelnes Shampoo hier so ungefähr im Internet so zwischen 8 und 10 Euro kostet. Bei diesem Komplettpaket jetzt, also wirklich ein Starterkit nur für ein paar Anwendungen, um es einfach auszuprobieren, war ich jetzt, glaube ich, bei ungefähr 20 Euro. Finde ich auch noch völlig okay, weil die Flaschen, ich zeige sie euch gleich, wenn ich sie mal auspacke, das ist wesentlich mehr als nur eine Anwendung. Also ihr könnt es ruhig öfter probieren, um wirklich zu schauen, ob sich für euch dieser Kauf lohnen würde. In diesem Starterpaket hier enthalten, seht ihr vorne, ist einmal, also sitzt hier alles auf Englisch. Einmal zum Haare waschen, zum Haare reinigen ein Produkt, dann habt ihr einen Conditioner dabei, dann ist so eine feuchtigkeitsspendende Styling-Creme dabei, sag ich mal. Und am Ende gibt es noch so ein Spray, das man auf die Haare packen kann, damit die Locken angeblich besser halten und glänzender sind. Ja, zusätzlich bei diesem Paket hier jetzt noch dabei, zeige ich euch gleich, ist neben den Fläschchen noch so eine ja, so eine Leave-in-Repair-Maske für die Haare. Und ja, das stelle ich euch alles vor. Die Maske selber werde ich jetzt diesmal nicht benutzen. Ich habe im Moment eigentlich Haare, die gut mit Feuchtigkeit versorgt sind. Versuche ich im Nachhinein nochmal zu machen. Wenn es euch interessiert, schreibt es mir unten rein. Ansonsten lasse ich die einfach mal aus und konzentriere mich auf diese Basisprodukte, die man bei einer Anwendung benutzen soll, um ein optimales Locken- und Wellenergebnis zu bekommen. So, hier haben wir die Verpackung. Wie ihr seht, wie eben schon gezeigt, ein Shampoo, ein Conditioner, ein Stylingprodukt und ein Produkt, damit die Lockenhaare, Haarstruktur besser hält, plus eben hier diese Intensiv-Repair-Maske und wir machen es mal zusammen auf. Super praktisch, dass das alles hier in so einer Kiste verpackt ist, die leicht verbeult ist, aber das ist ja egal, es geht ja darum, was drin ist. Ihr seht, hier drin sind die vier Produkte. Ich packe mal alles aus. Alles so kleine Fläschchen hier. So, das sind jetzt die Produkte hier. So, dann fangen wir hier einmal an mit dem Produkt, was ihr natürlich als erstes benutzt, Cleansing, also ein, wie hier drauf steht, Creme-Shampoo nenne ich es mal. Steht extra dabei, es ist sulfatefrei. Hier nochmal ganz klein, wenn ihr es sehen könnt, steht hier, es sind keine Sulfate, keine Silikone, keine Parabene und keine Mineralöle enthalten. Ja, ist also ein kleines Fläschchen, es sind ungefähr 90 Milliliter drin. Also es ist, ihr seht es ja so an der Größe in meiner Hand, es ist jetzt nicht wenig, aber also ich finde zum mehrmals ausprobieren wirklich die perfekte Menge. Hier hinten stehen auf Englisch die ganzen Inhaltsstoffe drin, plus auch noch eine Anweisung, wie man die dann benutzt. Aber ich sag mal, wie man ein Shampoo benutzt, muss ich euch jetzt nicht erklären. Als nächstes folgt dann der Conditioner, den wir hier haben. Auch wieder sulfatfrei, extra draufgeschrieben, Hydrating Cream Conditioner. Der kommt eben nach dem Haare waschen, nach dem Shampoo, wie eine Spülung, sag ich mal, in die Haare. Steht auch wieder dabei, Sulfate, Silikone, Parabene und mineralölfrei. Auf der Rückseite auch wieder eine kleine Anweisung, wie man es optimal verwendet. Ja, wenn ich das hier lese, es ist einfach anzuwenden wie eine Spülung auf jeden Fall. Und genau, es steht ja auch dabei, mit kaltem Wasser wieder auszuwaschen. Also wirklich vergleichbar mit einer Spülung. Das nächste in der Reihe wäre dann hier diese Curl Activator Cream. Der Name sagt mir jetzt, dass es auf jeden Fall die Locken besser rausholen und definieren soll. Auch wieder Sulfate, Parabene, Silikone und mineralölfrei.
hinten wieder die Produkte, die Inhalte des Produkts so, und wieder eine kleine Anweisung, dass man es nach dem Shampoo und der Spülung die Haarsektion aufteilen soll und es dann eben auf die Haare auftragen soll. Und das soll man in den Haaren drin lassen, soweit ich das jetzt lese. Macht ja auch Sinn, es soll ja eure Locken rausholen und ja, schöner definieren. Das vierte Produkt, das ich auch benutzen werde in dieser Reihe hier jetzt drin, ist dieses Coconut Oil Shine and Hold Mist, also Mist im Nebel, weil es eben, wie ihr seht, nicht wie die anderen eine normale Shampoo-Flasche, sag ich jetzt mal, sondern so eine Sprühflasche ist. Auch wieder frei von den ganzen Zusätzen, die ich schon vorhin genannt habe, steht es hier auch wieder dabei. Man soll es wieder gut in den Haaren verteilen und eben für einen, sag ich mal, extra Feuchtigkeitskick und einen Glanz in den Haaren ist dieses Produkt gedacht. Zu guter Letzt, was ich jetzt nicht direkt benutzen werde, vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video zu, weil ich aktuell erst eine Haarmaske gemacht habe und es wäre Quatsch, die jetzt wieder zu benutzen. Auch die Menge, würde ich sagen, das kann bestimmt für zwei Anwendungen reichen. Haben hier 50 Gramm drin, das ist wirklich reichlich. Auch wieder wie die anderen Sulfate, Silikone, Parabene, mineralölfrei und hier steht eben dabei, es ist so eine intensive Haarmaske, die eurem Haar Feuchtigkeit gibt, den Haaren Stärke geben soll und kaputte Haare etwas, ja, wir wissen ja alle, Haarprodukte können keine kaputten Haare reparieren, aber wahrscheinlich einfach die Optik ein bisschen verbessert. Hier hinten auch wieder die Inhalte, wie man es benutzt. Ich sehe jetzt hier schon 15 Minuten, wahrscheinlich soll man es einfach wie eine typische Haarmaske auf die Haare auftragen, 15 Minuten einwirken lassen und mit kaltem Wasser wieder ausspülen. Das ist jetzt also alles das, was ihr in dieser Verpackung hier findet. Auf der Verpackung selber einfach nochmal die Produkte aufgelistet. Ist jetzt nicht sonderlich spannend. Auch nochmal die Inhaltsstoffe und ja, als Bonus nennen sie hier, ist halt eben diese Haarmaske mit dabei. Das wären soweit jetzt die Produkte, Inhaltsstoffe, damit ihr einfach seht, was ihr hier kauft. Als nächstes werde ich das jetzt alles benutzen und nehme euch dabei mit und dann sehen wir uns gleich bei mir im Badezimmer wieder. Zuallererst mache ich natürlich meine Haare erst einmal nass, so wie ihr es schon kennt. Da muss ich ja, sag ich mal, nicht viel zu erklären. Komplett nass, dass die Haare auch bis auf den Ansatz richtig schön, ja, durchgeweicht sind, sage ich mal, damit sich das Shampoo auch besser einarbeiten lässt. Nun benutze ich als erstes eben dieses Cleansing, was bei dieser Kanto-Reihe eben als Shampoo gemeint ist. Hier braucht ihr wirklich gar nicht mal so viel. Ich fand das super ergiebig und mir ist auch direkt aufgefallen, dass das Shampoo, wie auch alle anderen Produkte, sehr stark nach Kokosnuss riechen. Also wer das mag, für den ist es in Ordnung, nur es ist wirklich ein starker Geruch. Aber ich finde wirklich, die Ergiebigkeit war super. Ich habe nicht viel gebraucht, um meinen kompletten Ansatz einschäumen zu können. Als nächstes in Form einer, nenne ich mal, Spülung oder eben Conditioner benutze ich dieses Hydrating, nennt es sich. Auch hier, da es eben einen großen Kokosnussanteil in sich hat und dann eher, sag ich mal, die Haare schnell fettig machen kann, könnt ihr ruhig auch ein bisschen sparsamer sein. Hier geht es hier nur darum, jetzt in dem Fall, wie ich es immer mache mit der Praying Hands Methode, das einfach in den Haaren zu verteilen. Hier könnt ihr es sehen, wie es funktioniert. Falls ihr Knötchen habt, dürft ihr hier natürlich mal mit euren Fingern durchgehen. Wenn es gar nicht anders geht, auch mal mit einem groben Kamm. Aber viel mehr Magie ist da jetzt auch nicht dahinter.
Wie üblich natürlich alles schön ausspülen. Auf der Verpackung steht zwar mit kaltem Wasser, aber da ich da, ja, ich sag mal, keinen großen Unterschied merke, könnt ihr natürlich, wenn ihr empfindlich seid, auch lauwarmes Wasser nehmen. Ich finde, dann geht so Spülung oder generell Haarprodukte immer ein bisschen besser aus den Haaren raus. Wichtig ist nur gründlich ausspülen, damit auch wirklich alles draußen ist. Ihr könnt es natürlich noch einen Augenblick länger einwirken lassen, aber ich hatte jetzt eh schon gut versorgte Haare, deswegen habe ich es dann auch direkt wieder ausgespült. So, und als dritten und letzten Step benutze ich eben diesen Moisturizing Curl Activator Cream, nennt sich das. Also einfach so eine Art Leave-In. Ich habe es mir mal angeschaut. Man kann es in den trockenen Haaren anwenden. Ich persönlich habe mich jetzt dafür entschieden, es in die nassen Haare einzumassieren. Eben wieder mit der Praying Hands Methode wie gewohnt. Ja, als Leave-In habe ich es jetzt einfach genommen. Und auch hier seid da lieber ein bisschen vorsichtig mit der Menge. Eben wegen diesem hohen Kokosnussanteil, wie ich schon gesagt habe, kann das sonst schnell fettig auf den Haaren wirken. Hier verwende ich jetzt dieses, ich nenne es mal Crunching, werdet ihr vielleicht schon aus anderen Videos kennen zur Curly Girl Methode. Ihr arbeitet einfach damit das Produkt schön in eure Haare ein. Ihr könnt damit dann auch schon mal die Locken so ein bisschen rausholen, denen so ein bisschen Sprungkraft geben. Macht das ruhig gründlich, je nachdem wie stark ihr die Locken wollt. Wenn sie so ein bisschen mehr gebündelt bleiben wollen, dann müsst ihr das nicht so arg machen, aber es ist wirklich sehr hilfreich dafür, dass ihr am Ende ein schönes Ergebnis bekommt. Und lasst euch da ruhig etwas Zeit und drückt sie schön immer an den Kopf nach oben. So, um meine Haare jetzt etwas antrocknen zu lassen, bevor ich sie komplett föhne, packe ich sie am allerliebsten in diesen Turban hinein. Ihr seht, da ist so ein kleiner Knopf dran und unten eine Schlaufe, womit ihr das dann am Kopf befestigen könnt. Ist hier aus einem Mikrofaserstoff. Ich habe die als so ein Dreierpack gekauft. Die sind wirklich günstiger, als man denkt. Natürlich auch wieder unten in meiner Beschreibung zu finden. Und dann nehmt ihr es über den Kopf, dreht es einmal ganz leicht und packt dann hinten diese Gummischlaufe an den Knopf ran. Und dann habt ihr ein super Handtuch um euren Kopf rum. Das sitzt bombenfest und eure Haare können schon mal etwas antrocknen. Zu guter Letzt, nachdem ich meine Haare jetzt eine Zeit lang im Handtuch habe trocknen lassen, föhne ich sie jetzt mit meinem Diffuseraufsatz komplett trocken. Meinen Föhn, den ich benutze, der eine sehr günstige Alternative für mich war, packe ich euch unten natürlich in die Beschreibung rein, falls ihr noch keinen habt. Und wende es einfach so an, wie ich es euch zeige, lege die Haare oben in diesen Korb hinein, drücke sie an meinen Kopf an und föhne auf der kalten oder eben mittleren Stufe meine Haare, bis sie komplett getrocknet sind. So, ich habe meine Haare jetzt komplett trocken geföhnt und wirklich nur die Produkte benutzt, die ich euch gezeigt habe. Normalerweise nehme ich, nachdem ich die Haare shampooniert habe, eine Spülung reingemacht habe und ein Leave-In-Produkt, hier immer noch mein Leinsamengel. Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal ohne aus und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Wie ihr wahrscheinlich euch noch erinnern könnt, habe ich auch dieses Produkt hier gezeigt, das in der Box enthalten war. Ich persönlich habe es jetzt nicht gebraucht, für die, die sehr unter trockenen Haaren leiden und noch so einen extra Kick brauchen, die können dieses hier noch ergänzend am Ende benutzen. Wenn eure Haare trocken sind, sprüht es in die Haare rein, macht wieder diese Crunching-Methode mit einem Baumwollhandtuch oder dem Mikrofaserhandtuch und da denke ich, könnt ihr euch nochmal ein bisschen einen frischen Kick für eure Haare holen. Ich persönlich habe es jetzt nicht gebraucht. Mir haben diese Produkte, die ich euch gezeigt habe und die ich benutzt habe, vollkommen ausgereicht. Die waren reichhaltig genug. Und jetzt zeige ich euch mal meine Haare einmal rundum, dass ihr seht, wie das Endergebnis geworden ist. So, ihr seht hier von der Seite, die Locken sind sehr schön gebündelt. Die sind nicht so aufgesprungen und stark verteilt, sondern ich finde schön, dass sie so wirklich einzelne kleine Löckchen und Wellen sich daraus ergeben haben. Auch von hinten bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe so gut wie gar keinen Frizz, was auch ein gutes Zeichen ist für die Produkte, dass ich eben keine trockenen Haare habe, keine ausgelockten Haare, sondern sie fühlen sich auch fantastisch an. Sie sind sehr weich, sie fallen schön, sie fühlen sich überhaupt nicht schwer an oder viel zu reichhaltig versorgt von dem Produkt, was ich reingemacht habe.
Ich kann nur sagen, von den Produkten, die ihr in diesem Starter-Kit drin habt, könnt ihr sehr lange Zeit leben. Ihr braucht erstmal, wenn ihr es nur ausprobieren wollt, noch nicht die vollen Größen, die ganzen Produkte. Ihr habt gesehen bei meinem Haarwasch-Sequenz, wie wenig ich von den Produkten benutzt habe und ihr werdet wahrscheinlich noch weniger brauchen. Ich habe halt viele und dicke Haare. Also kann ich nur ganz klar sagen, ich kann euch diese Box wirklich sehr empfehlen, wenn ihr mal die Produktreihe ausprobieren wollt. Vor allem für jetzt eben lockige und wellige Haare finde ich es super klasse. Eben auch, weil es Sulfate, Silikone und parabenfrei ist und auch frei von Mineralölen. Die Maske, die dabei ist, finde ich super, einfach mal, um sie ergänzend zu benutzen, wenn ihr sowas mal ausprobieren möchtet. Und also ich kann hier nur ganz klar meine Empfehlung für euch aussprechen. Versucht es einfach mal. Ich packe euch unten, wie gesagt, die Box in die Beschreibung rein, auch die vollen Größen von den Produkten. Und dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder bei mir wart, mir zugehört und zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, habe eure Fragen zu der Produktreihe von Kantu klären können. Würde mich natürlich wie immer über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Das hilft meinem Kanal sehr beim Wachsen. Und wenn ihr sonst keine Fragen habt, tauscht euch gerne unten in den Kommentaren aus. Ihr könnt mir auch sehr gerne schreiben. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst!